Na, merkst du es jetzt doch selber? Meine Hunde sind verrückt. Das ist ein Ein-Personen-Korb. Hier ist der Große. Komplett verwaist. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, dass dieser Hund hier überdimensional dick ist und auch überdurchschnittlich laut atmet. Das liegt daran, dass sie so 4 bis 6 Babys im Bauch hat. Wir waren Anfang Dezember bei einem Deckrüden und ja, ich hatte eigentlich kaum zu hoffen gewagt, dass das was geworden ist, weil, naja, dieser Deckakt war ein bisschen unkonventionell. Es hat irgendwie 3 Minuten gedauert, was sehr untypisch ist für Hunde. Ja, aber ein paar Körnchen müssen ihren Weg gefunden haben, sonst sieht der Hund jetzt nicht so aus. Die Trächtigkeit dauert auch jetzt nicht mehr so lange, also ungefähr, na, so 2 bis 4 Tage. Sie mag schon nicht mehr so viel laufen. Sie ist sehr, sehr anlehnungsbedürftig. Ich blende euch hier mal was ein. Ne, so sieht das aus, wenn wir spazieren gehen. Es ist echt was Ruhiges und sie läuft ein bisschen wie eine Ente eigentlich. Sie denkt den ganzen Tag ans Fressen, kaum an irgendwas anderes, was in Ordnung ist. Sie schläft inzwischen bei uns oben im Schlafzimmer. Die Wurfkiste steht und alles, was ich für die Geburt benötige, liegt da bereit. Es könnte theoretisch losgehen. Sie ist heute am Tag 56. Durchschnittliche Tragedauer bei Hunden ist ja 63 Tage. Glaube ich, bisher noch keiner voll gemacht, die 63. Also, Maybe hat die letzten beiden Würfe am 58. Tag bekommen und man sagt eigentlich so, dass die sich dann selbst treu bleiben und das weiterhin so durchziehen. Von daher rechne ich eigentlich ja übermorgen mit den Welpen. Ja, jetzt sind einige von euch vielleicht überrascht, so wie was Welpen bald. Bei Instagram, da habe ich das Ganze schon ein bisschen länger öffentlich gemacht und auch das Ultraschallbild schon gezeigt und so. Ja, also wenn ihr mir bei Instagram noch nicht folgt, dann macht das mal. Es ist einfach, ja, das ist mal schnell gemacht, auch wenn es dann nur Handybilder sind in der Story. Kann man da mal ganz schnell irgendwie ein paar Infos raushauen, als jetzt bei YouTube immer ein komplettes Video zu schneiden und so. Und dann bleibt das Schnittprogramm hängen und solche Sachen. Das nervt einfach. Ja, also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Guckt nochmal bei Instagram, ob ihr mich da schon abonniert habt. Ja, und dann hoffe ich, freut ihr euch genauso wie ich mich auf ganz viele neue Welpenbilder, Welpenvideos, Welpen, Welpen, Welpen. Drückt uns die Daumen für die Geburt, dass alles gut geht, dass meiner Maybe nichts passiert. Das wäre, ja, das wäre so das Schlimmste eigentlich für mich. Also, bis die Tage. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!